Auf der internistischen Station ist Arzt Bernd Marnau auf dem Weg zu Diabetespatient Roberto Ferrari. Der 57-Jährige beschwert sich bei Pfleger Christian an der Schwesternkanzel lautstark über seinen eintönigen Diätplan. Ich möchte gerne was Vernünftiges essen, nicht mich schön mein Glas Wein trinken, wie immer, und nicht mit so einem Teil. Ich kann das. Ferrari. Sie sind im Krankenhaus. Ja, trotzdem. Ich kann das nachvollziehen, ich esse auch gerne, aber bei Ihnen ist jetzt die Situation erstmal so. Aber ich fühle mich nicht so krank, dass ich nicht essen könnte. Entschuldigung. Ja. Leichter Diabetes, ja, die Zuckerwerte sind zu hoch. Und wenn Sie da Süßigkeiten in sich reinschaufeln, dann gehen die Zuckerwerte wieder hoch. Wir wollen die runterholen, Cholesterin muss auch runter. Das macht ja nicht, dass wir sie quälen wollen. Ja? Er war jetzt nicht übergewichtig, trotzdem hat er die falschen Sachen gegessen. Leckeres Essen, fettes Essen, viel Süßigkeiten, was den Blutzucker hochtreibt. Und dann ist es natürlich eine Komponente unserer Behandlung, die Diät auch durchzusetzen. Sie werden sehen, Cholesterin geht runter, Zucker geht runter. Und das wollen wir ja erreichen mit der Diät. Und dann bekomme ich meinen Teller Nudeln. Ja. Dann reden wir noch mal. Wenn Sie nicht gewesen sind. Fürs Erste gibt sich der Italiener geschlagen. Für Bernd Marnau geht es weiter zur nächsten Patientin. Maria Hoffmann wurde von ihrer Tochter Nina mit Luftnot und Brustschmerzen in die Notaufnahme gebracht. Von dort wurde die 57-Jährige auf die Innere überwiesen. Wir wohnen im vierten Stock. Sie muss immer in der irgendwie nach dem zweiten dann Pause machen. Moment, langsam. Sie geht nicht in einem Hoch. Genau, also in der Hälfte müssen wir immer Pause machen. Ja. Und es ist halt. Entschuldigung, wann ist das so, Frau Hoffmann? Seit ein paar Monaten. Früher bin ich die Treppen hoch mit den Tüten und es war kein Problem. Und jetzt kriege ich so ab dem zweiten Stock, muss ich wirklich eine Pause machen und kriege keine Luft. Ja. Und das war diesmal so stark. Also wenn ich das alles so höre, dann liegt es schon der Verdacht auf eine Herz-Kranz-Gefäß-Verengung nahe. Die Frau Hoffmann war insofern eine untypische Patientin, weil auch in den Medien ist bekannt, die Risiken für Herzinfarkt sind männlich, übergewichtlich, Rauchen, Bewegungsmangel, Cholesterinerhöhung. Das hatte sie ja alles nicht. Und bei Frauen sind die Symptome, die Beschwerden, die auf einen Herzinfarkt oder eine Durchblutungsstörung am Herzen hindeuten, oft anders und subtiler als bei Männern. Das sind Beschwerden, die nennen wir Angina pectoris, Herzkrampf, ja. Und das heißt, dass das Herz zu wenig Sauerstoff bekommt. Ich interpretiere das jetzt mal so. Das ist gut, dass Sie die Mutter hergebracht haben. Ja, ich dachte, sie hat irgendwie einen Herzinfarkt oder so. Ja, das war auch, der Verdacht war auch nicht verkehrt. Aber sie hat jetzt keinen. Betonung auf jetzt. Ja? Trotzdem sind Sie, Frau Hoffmann, eine Risikopatientin. Das heißt, wir würden Sie gerne hier behalten und diesem Verdacht, dass es eine Herz-Kranz-Gefäß-Verengung sein könnte, mal nachgehen. Ein Reifen beschreiben manche wie ein Metallreifen um die Brust, als ob ein schweres Gewicht drauf liegt. Und das ist Ausdruck einer Mangeldurchblutung des Herzmuskels. Wenn das nicht beseitigt wird durch Medikamente oder durch Ruhe, dann kann es, wenn es weitergeht, tatsächlich zu einem Gewebsuntergang des Herzmuskels kommen, weil er nicht mehr mit Sauerstoff genug versorgt wird. Und das ist dann ein Herzinfarkt. Wenn Sie hier sind und Sie haben wieder solche oder ähnliche Beschwerden, dann melden Sie sich, weil dann ist es für uns ganz spannend, in der Situation noch mal akuten EKG zu schreiben. Ja? Dass es schon wenig später zu einer kritischen Situation kommen wird, ist zu diesem Zeitpunkt noch für keinen der Beteiligten absehbar. Während Mutter und Tochter warten, bis das Patientenzimmer bezugsbereit ist, wartet auf Arzt Bernd Marnau das nächste Problem. Also in meinem Zimmer stand ein Pudding und ich hatte mir extra Süßigkeiten noch gekauft. Ja. Ist beides verschwunden. Wenn einer in mein Zimmer geht, dann ist es schon beängstigend. Ja, hallo. Herr Ferrari. Hallo. Haben Sie vielleicht meinen Pudding gemopst? Pudding? Meine Süßigkeiten? Haben Sie was gesehen, dass da jemand reingegangen ist? Nee. Was für ein Pudding? Ich kriege noch nicht mal vernünftig was zu essen hier. Vielleicht haben Sie deswegen. Nein, ich habe kein Pudding. Vielleicht haben Sie auch was gesehen. Ne? Ich aber ich wollte nur gesagt haben, ich habe vielleicht mal... im Zimmer gesessen, okay. Da habe ich was gesehen. Nee, nichts für ungut, ja? Okay, kein Problem. Hätte ja sagen können, dass Sie was gesehen haben. Nein, das schon merkwürdig. Ja, vielleicht doch. Hallo? Was ist los? Ruhig atmen, bitte, Frau Hoffmann. Schauen Sie mich an. Sie saß im Rollstuhl, hatte definitiv keine körperliche Belastung. Und trotzdem war irgendwas passiert, was sie wohl wahnsinnig aufgeregt hatte. Und sie kriegte hier unter einer psychischen Belastung genau wieder die Angina pectoris mit Engelgefühl und Luftnot. Das galt es abzuklären. Hier in den Bauch atmen. Pulsoxy dran, bitte. 2 hoch Nitro.
Ja? Geist. Ja? Geist? Was Geist? Was irritierend war, dass die Frau Hoffmann panisch war, sogar sowas sagte wie, ich glaube, ich habe einen Geist gesehen, was nicht zu den typischen Symptomen eines Herzinfarktes passte. Da konnten wir uns aber nicht drum kümmern. Das musste erstmal die rein körpermedizinische Diagnostik mit dem Katheter durchgeführt werden. Das Thema hatte ich mir für später aber dann nochmal gemerkt. Sie sind jetzt ein Notfall. Meldest du an und dann direkt ins Katheterlabor. Ja, wenn das nicht sofort geht, auf die Überwachungsstation. Ja, ja. Und dann noch mal in EKG, noch mal aktuell den Trop-TTS. Koro ist schon angemeldet. Ja? Ah, hast du schon gemacht? Ja, okay. Habe ich schon gemacht. Ja, ja, ist frei. Okay. Ja. Dann jetzt im Sinne von jetzt, Frau Hoffmann. Das ist jetzt ein Drama. Was Maria derart aufgewühlt hat, dass ihr Herz nun auch im Ruhezustand Probleme macht, will Bernd Marnau in einem Gespräch mit Tochter Nina herausfinden. Doch zuerst gibt es Neuigkeiten für die 24-Jährige. Denn nach einer Reihe von Untersuchungen muss ihre Mutter jetzt operiert werden. Das Herz ist ja ein Muskel, der regelmäßig pumpt. 60, 70 Mal in der Minute, macht 100.000 Mal am Tag. Und dafür braucht es Sauerstoff. Und die gibt es durch die Herzkranzgefäße. Das müssen Sie sich so vorstellen, sind drei Adern, die ums Herz herumgehen und das Herz selber mit Blut versorgen. Und wenn jetzt, und das war bei Ihrer Mutter der Fall, wenn jetzt in so einer Herzkranzgefäßader eine Verengung, eine Verkalkung ist, dann machen wir im Herzkatheterlabor Folgendes. Wir gehen in eine Arterie hinein, gehen mit dem Katheter bis zum Herzen und gehen dann mit einem dünnen Führungsdraht in die Herzkranzgefäße hinein, in die verengte Stelle. Und dieser Draht hat hier so einen expandierbaren Ballon. Und dann wird von hinten richtig mit viel Druck dieser Ballon aufgeblasen. Und auf dem Ballon sitzt ein sogenannter Stent, das ist so ein Gitter. Müssen Sie sich vorstellen wie so eine Art Gartenzaun. Und der wird expandiert aufgeblasen und drückt dann hier diese Verkalkungen in der Wand in die Wand. Und dann wird der Katheter zurückgezogen und dann ist der Fluss wieder frei. Was mich jetzt noch beschäftigt, das war ja nun wirklich in einer Situation heraus, wo eigentlich eine Ruhe war. Ja. Ja? Und dann hat sie sich wahnsinnig aufgeregt, hat irgendwas von einem Geist erzählt und dann kann es ja sofort zum nächsten Agena Pectoris-Anfall. Haben Sie eine Erklärung? Ja, ich weiß auch nicht richtig. Das war ja mega komisch. Das ging ja total schnell, als ja sie diesen Mann da gesehen hat und die Leute. Also sie hat halt mal was mit einem Italiener gehabt, das weiß ich. Aber ich weiß halt nicht, wer mein Vater ist. Und dadurch, dass sie jetzt da so geschockt reagiert hat, war ich plötzlich halt auch so geschockt und dachte nicht, dass das vielleicht mein Vater ist. Ja, es gibt in Köln 20.000 Italiener. Ja. Vom Alter her würde es passen, so ungefähr? Ja, das schon. Das ist ja jetzt nur mal ein Verdacht, ja, ne? Nur mal eine Vermutung. Die allerdings auch erklären würde, was die 57-Jährige mit der Aussage meint, sie habe auf dem Flur einen Geist gesehen. Ob Roberto Ferrari tatsächlich der Vater der 24-jährigen Nina ist, ist fraglich. Zwei Tage später bereitet der Italiener dem Klinikteam anderweitig Kopfzerbrechen. Herr Ferrari, wie geht es Ihnen heute Morgen? Nicht so gut. Ich habe so voll Schmerzen. Mhm. Ich habe so Brennen. Ja. Wo brennt es denn? Hier. Ja. Also hier schon richtig hinterm Brustbein. Ja. 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 Haben Sie denn früher schon mal was mit dem Magen gehabt? Ja, ab und zu mal. Ja, wenn Sie sich einmal langlegen, bitte. Mich einmal schauen lassen. Ein bisschen hochmachen, bitte. Hochmachen reicht, ja. Das geht oder? Das? Ein bisschen. Okay, also, ich denke, Sie haben ein Sodbrennen, so wie Sie jetzt gerade da gelegen haben. So schlafen Sie gerne? Ja. Ja, okay. Der Magen produziert ja regelmäßig Magensäure und die ist aggressiv. Ja, und wenn Sie jetzt auf der rechten Seite liegen, dann ist das so, dass die Säure nicht richtig abfließen kann in den Darm, da wo sie hingehört. Und dann fließt sie aus dem Magen zurück in die Speiseröhre. Der Magen ist entgegen, wie das im Kinderbuch manchmal gemalt ist, nicht einfach die Speiseröhre und darunter so ein Sack, sondern der liegt etwas verquer. Und wenn man auf der rechten Seite schläft, dann kann das einen Reflux beschleunigen. Reflux vom Magensaft heißt Magensäure, die eigentlich im Magen sein soll und mit den Speisen dann weiter in den Darm nach unten fließen soll, fließt zurück in die Speiseröhre. Es brennt hinterm Brustbein. Die Amerikaner sagen Heartburn dazu, weil man es manchmal wirklich nicht auseinanderhalten kann, ist es ein Reflux oder sind es Herzbeschwerden. Da gibt es wichtige Tipps für Sie. Nach dem Essen
nicht hinlegen, auch nicht hinsetzen, sondern senkrecht bleiben, damit das Speisen und die Säure wirklich nach unten gehen. Und jetzt habe ich eine gute Nachricht für Sie. Durch Ihre Diät haben sich die Zuckerwerte und auch die Cholesterinwerte bereits gebessert. Und wenn das so weitergeht, können wir den Zucker bei Ihnen behandeln, ohne dass Sie Insulin brauchen. Ja? Danke. Es gibt ja auch noch genug Alternativen. Ne? Ja. Also die Erdassistentin ist ja ausgebildet dafür und die hat ganz tolle Tipps. Ja, ich muss aber noch sagen, dass ich den berühmten Pudding gegessen habe. Pudding. Wo wir drüber gesprochen hatten. Vielleicht kann die Dame wieder sich beruhigen. Das hatte ich eigentlich auch mitgenommen. Das ist nicht witzig. Formal ist es schlicht und einfach Diebstahl. Und sowas kann man nicht tolerieren auf der Station. Da musste ihm bei allem italienischen Charme auch mal eine klare Ansage gemacht werden. Ich denke, das ist wirklich eine gute Idee, dass Sie es der Dame persönlich zurückgeben mit einer formvollendeten Entschuldigung, Bella Figura. Ja? Das mache ich. Okay, alles klar. Das okay. Mach's auch nicht mehr. Okay, wir sehen uns. Okay, bis später, ne? Ja. Sagen Sie mal, Herr Kahari, nur eine Frage hat jetzt gar nichts mit Ihrer Krankheit zu tun. Wie lange sind Sie schon in Deutschland? Sie sprechen perfekt Deutsch. So 27 Jahre. 27 Jahre, ja. Sempre Colonia. Mhm. Okay, ja. Und verheiratet, Kinder? Nee, verheiratet kam nie dazu, weil ich habe gerne mein Leben gelebt. Ah. Und ja, wie sie mir das sagte, bella vita. Kinder? Nee, auch nicht. Okay. Nee. War nur ein persönliches Interesse. Kein Problem, ja? Sehr gerne. Okay, ciao. Ciao. Die Zeitangaben könnten passen. Und somit konnte Roberto Ferrari tatsächlich der ehemalige Liebhaber von Maria und der Vater von Nina sein. Doch dieses Wissen behält Bernd Marnau zunächst für sich und übermittelt der 57-Jährigen nach erfolgreicher OP lieber erstmal die medizinischen Neuigkeiten. Also Ihre Werte auch nach dem Eingriff, super, alles in Ordnung. Was mir noch ein bisschen unklar ist, was war da auf dem Flur los? Weil da haben Sie ja keine körperliche Belastung gehabt. Da kam ja dieser Mann rein. Der ist ja vor dir vorbeigelaufen. Und ich meine, ich weiß, es klingt wirklich blöd, aber also kanntest du den? War das irgendwie? Ich meine, du hast immer gesagt, dass mein Vater ein Italiener war. Ach, Sie meinen den Herrn draußen? Ja, schau, ja. Sie komm mal her. Mhm. Bitte. Nein, ach so, das tut mir leid. Oh, ich habe auch gar keinen Mann. Das ist die Frau. Die Frau. Es geht um die Frau, die ich gesehen habe. Und du weißt, die Patientin, die ältere Frau. Und meine Schwester. Ich habe sie seit über 40 Jahren nicht mehr gesehen. Sie ist nach Australien ausgewandert und ich habe den absoluten Kontakt mit ihr verloren. Jetzt muss ich mal nachfragen, wie heißt denn Ihre Schwester mit? Als Doris. Aber gut, wir sind hier jetzt. Was jetzt komisch wirklich ist, ist, dass die Frau wirklich auch Doris heißt mit vollem Namen. Ja. Ich darf jetzt nicht ihren Nachnamen nennen, aber. Meier. Also ich habe ja noch mal geheiratet. Ja, heißt schon anders, aber kann ja auch sein, dass sie geheiratet hat. Ne? Ach so. Ich meine, ich kann Ihnen anbieten, dass ich Sie mal frage. Bleib hier. Ich will noch mal aufregen. Ja. Okay. Ja. Aber da sehen Sie mal, dass nicht nur körperliche Belastungen einen Herzanfall machen können, sondern solche wirklich emotionalen Situationen, Freude, Schock und Leid, ja, können auch mal einen Herzinfarkt auslösen. Das ist überzeugt, als sie gesehen hatte. Na? Oh Gott, ich seh's doch alles. Maria. 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 Oh Gott, ich hab dich gesehen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich arbeite ja schon lange hier in der Klinik und habe schon viel erlebt. Aber so ein Zufall auch nach 40 Jahren, dass sich zwei Personen dann hier wieder treffen auf dem Flur, muss ich schon sagen, also es hat mich schon sehr berührt auch. Oh Gott! Ach, Frau Hoffmann, jetzt aber muss ich ein bisschen bremsen. Vor zwei Tagen den Herzkatheter. Ja, super. Danke, ja. Aber jetzt ein bisschen. Kein Problem, gerne, gerne. Ruhe auch wieder. Ja, doch, bitte nehmen Sie wieder Platz. Oh, ja. Gott. Ja? Hallo? Ich habe eben den Kuchen gesehen, im Flur spazieren gehen und ich denke, komm, kein Kuchen ohne leckeren Cappuccino mit viel Herzchen. Natürlich. Ja. Ich meine, ich bin ein bisschen neid auf euren Kuchen, deswegen habe ich gesagt, komm, ich besorge mal ein bisschen Kaffee. Feiertag. Ja.
Damit will sich der 57-Jährige auf seine Weise bei Patientin Doris für seinen kleinen Diebstahl entschuldigen und die gestohlenen Süßigkeiten zurückgeben. Anschließend wurde das Wiedersehen der Schwestern gefeiert. Nachdem beide die Klinik verlassen durften, haben sie festgestellt, dass sie nur wenige Kilometer voneinander entfernt wohnen und sehen sich seitdem täglich.